Hallo meine Freunde, recht herzlich willkommen zu diesem neuen Verkaufsvideo. Kleiner Hinweis am Anfang des Videos. Sollten eure Brieftaschen leer sein, sollte euer Budget diesen Monat schon aufgebraucht sein oder wollt ihr überhaupt gar nicht so viel Geld für Film- und Sammlereditionen ausgeben, tut mir leid, dann wird euch dieses Video höchstwahrscheinlich nicht interessieren. Für alle anderen gilt, eure Brieftaschen sind gut gefüllt. Ihr wollt euer Geld loswerden, ihr wollt neue Sammlereditionen, neue Fullslips für eure Sammlung. Dann bleibt dran, denn heute heißt ohne Moos nichts los. Heute gibt es keinerlei Schnäppchen in diesem Video. So viel ist schon mal klar. Ich habe hier einen Haufen Fullslips. Es sind doch mehr geworden, als ich eigentlich dachte oder vorhatte. Aber wenn man einmal dabei ist, dann bitteschön richtig. Wie immer gilt, bevor wir anfangen, wir werden auf Sammlerpreise stoßen. Also ich bin eben komplett eBay durch, was wird angeboten, was wurde verkauft und habe mir dementsprechend die Preise erstmal parat gelegt. Wie immer gilt, wenn ihr mehrere Editionen nehmt, kann man gerne am Preis was machen, solange es sich im vernünftigen Rahmen behält. Wenn ihr bessere Angebote findet, sagen wir mal aus den letzten 4 Wochen, dass da irgendwas extrem billiger verkauft wurde, als ich jetzt hier irgendwie gefunden habe. Und ich rede jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, davon, dass eine Edition durch Zufall für 20 Euro verkauft wurde, aber 20 andere für 40. Ihr versteht, was ich meine. Mit mir kann man über Preise reden, solange alles fair abläuft. Die Preise haben mich teilweise selbst überrascht, für was das bei eBay weggegangen ist. Hätte ich nicht gedacht, dass ich noch einige Sachen in der Sammlung habe, die noch gut Geld bringen und die noch gut den Käufern, sage ich mal, das Geld aus der Geldbörse zieht. Auf der anderen Seite war ich dann überrascht, dass teilweise die Fullslips wirklich so doch noch einen Sammlerwert bekommen, denn in der Regel habe ich immer Pech und die Sachen, die ich mir geholt habe, ja, die sind nicht wirklich im Wert gestiegen, eher hat man da meistens Verluste damit gemacht. Ich zeige euch jetzt erstmal schnell, um welche Edition es in diesem Video geht, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Und danach setze ich mich hinter die Kamera, zeige so die Edition im Groben und nenne dann die Preise, die ich mir dafür vorgestellt habe. Sammlerpreise. Und dann könnt ihr ja immer noch entscheiden, ob ihr mich per E-Mail anschreibt oder bei Facebook Messenger, um da eventuell mit mir einen Deal zu Ende zu bringen. Und wie gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, gerade die Mediabook-Verkäufe letztens hat mich sehr gut, sehr gefreut, ist sehr, sehr viel weggegangen. Alle Leute waren auch zufrieden, es gab keine Beschwerden und dementsprechend schauen wir mal, was hier vielleicht geht. Fangen wir mal an mit, keine Ahnung, wir fangen direkt mal teuer an. Beziehungsweise, was heißt teuer? Ich will ja erstmal nur die Edition zeigen. Egal, komm, ich zeige erstmal die Edition. Preise besprechen wir gleich, wenn ich die Sachen aus der Nähe zeige. Also, wir haben hier einmal La La Land von Mantalab in dieser limitierten Box. 700 Stück gibt es davon. Wir haben 4 Blade Runner 2049 Editionen. Ich habe ja gesagt, dass ich da meine Blade Runner 2049 Sammlung verkleinern möchte, um auf eine Vitrine umzusteigen. Deswegen darf das hier gehen. Ich weiß, was war das jetzt nochmal? Ich glaube Kimji, oder? Müsste Kimji sein. Blade Runner 2049 von Kimji. Einmal die normale Fullslip-Variante und einmal hier die Lenticular-Variante. So, jetzt habe ich hier natürlich das andere. Das habe ich nämlich eben gesucht. Muss nur gucken nachher, was da wohin gehört, dass ich da nichts verwechsel. So, einmal, zweimal. Dann haben wir von Blade Runner 2049 noch die 2 HD Zeta Edition. Die sind auch sehr begehrt. Auch hier einmal das Lenticular mit den 2 Hauptdarstellern. Und einmal das Lenticular einseitig. Und auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Auch sehr teure Edition. Na, was heißt so teuer jetzt auch nicht? Ich habe teurere, aber machen wir weiter mit einem absoluten Filmklassiker in einer super coolen Edition. Terminator 2 von Film Arena in diesem XXL Fullslip inklusive 4K. Die gebe ich eigentlich nur ab,
weil ich mir jetzt von Teil 1 das Mediabook geholt habe und ich möchte gerne auch von Teil 2 das Mediabook haben, aber ein bestimmtes, also das mit Schwarzenegger vorne drauf, das in diesem, dieses klassische im Retro-Design, das kostet mittlerweile auch ganz schön Kohle. Ja, wahrscheinlich, falls das einer kauft, kann ich wahrscheinlich die Kohle direkt reinvestieren ins Mediabook. So, dann haben wir hier noch Wind River von Film Arena. Auch eine sehr coole Edition und ein sehr, sehr guter Film. Also mir hat er sehr gut gefallen. Dann haben wir jetzt hier meine ganzen Quentin Tarantino Full Slips. Jackie Brown haben wir. Pulp Fiction. Reservoir Dogs im Lenticular. Hateful Eight im Lenticular. Kill Bill Volumen 1 und Kill Bill Volumen 2. Da muss ich ehrlicherweise sagen, fällt es mir nicht ganz einfach, diese Tarantino Fullslip Edition abzugeben. Allerdings habe ich alle Filme natürlich auch nochmal als deutsche Blu-ray-Disc, weil hier ja kein deutscher Ton drauf ist. Und ich weiß nicht, ich bin in den letzten Monaten, im letzten Jahr eher so Richtung Mediabook gewandert. Hat wahrscheinlich irgendwie jeder schon mal durchgemacht, ne? Davon abgesehen, dass ich jetzt auch nur noch, was heißt nur noch, hauptsächlich so ältere Filme, 80er, 90er Jahre in Sondereditionen kaufe. Wir haben hier noch den geilen Rush in der Kimchi DVD Edition. Kimchi DVD müsste das sein, ja. Wir haben den Thomas Jane Punisher von Film Arena. Auch gut im Wert gestiegen laut eBay. Dann haben wir hier von First Man meinen letzten Full Slip von Sein Museum. Ja, Sein Museum heißen die. Ja, The Nice Guys, was war denn das? Nova Media, glaube ich, war das, oder? Kimchi, Nova Media, Nova Media. Was mich bei Kimchi immer irritiert und bei Nova Media, manchmal hat Nova Media auch immer KE auf der Limitierungskarte stehen und nicht irgendwie NO oder so. Aber einmal ist es Nova Media und einmal Kimchi. Ich stecke aber nicht tief genug in der Materie drin, um da einen Unterschied zu nennen. Dann haben wir noch von Film Arena Ted 2 in dieser, ich nenne es immer Flash Gordon Edition. Auch ein cooles Ding. Und zu guter Letzt haben wir noch zwei, die etwas aus der Reihe tanzen. Und zwar einmal vom UAD Club. Was ist UAD Club? Ja, das ist so eine Reihe, die wird von den Media-Psychos veröffentlicht. Immer ganz, ganz geringe Limitierungszahl in so Sondereditionen. Zur damaligen Zeit waren das solche Holz-Full-Slips. Und ja, ich gebe sie ab. Ich gebe sie ab. Meine American Werewolf in London Collectors Edition in Rot. Da ist ja jetzt mittlerweile so viel nachgekommen, da hat man ja eigentlich nur die Qual der Wahl. Zu den meisten Editionen findet ihr auch das alte Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Einfach mal gucken. Wenn ihr von einer Edition einen hundertprozentigen Eindruck gewinnen wollt, schaut nochmal die alten Unboxing-Videos, einfach suchen, einfach eintippen bei meinem Kanal und dann müsstet ihr zu den meisten dieser Editionen auch ein Unboxing-Video sehen und die meisten dieser Editionen sind danach auch einfach ins Regal oder in die Vitrine gewandert und standen seitdem da, außer wenn man vielleicht doch mal einen Film geguckt hat, wo eventuell eine deutsche Tonspur drauf war, bei den meisten allerdings nicht. So, darum geht es jetzt in dem Video. Diese Teile sind zu verkaufen und ich gehe jetzt alles nochmal ganz langsam Edition für Edition durch, zeige ein bisschen was, nicht alles, das würde hier den absoluten Rahmen sprengen und dann haut ihr doch hoffentlich in die Tasten und schreibt mich an was ihr Interesse habt. Viel Spaß bei einer folgenden Laufzeit, die jetzt noch kommen wird. So, meine Freunde, holt euch was zu trinken, nehmt euch Zeit. Wir fangen an mit den Editionen. Nehmt vor allen Dingen Baldrian-Tropfen, wenn ihr es nicht gewohnt seid, Premium-Editionen zu kaufen und schon gar nicht welche, die schon out of print sind. Die Preise werden es in sich haben.
aber deswegen richtet sich das Video auch an Sammler. Also, wir haben hier die American Werewolf in London Collectors Edition. Das ist die, ja, man kann doch nicht mal sagen, die Zweitauflage, denn beide Editionen waren ja noch nicht auf dem Markt. Die wurde nachgeschoben im Prinzip und ist geringer limitiert als die erste Auflage. Die hier gebe ich ab für 80 Euro. Normalerweise wollte ich mehr nehmen, aber es wäre nicht gerechtfertigt gewesen, denn wie ihr in meinem Unboxing-Video gesehen habt, ist das hier an der Seite ein bisschen gewellt. Ihr seht das hier. Das war ja direkt bei der Anlieferung schon so. Und deswegen kann man es jetzt nicht mehr irgendwie als super Zustand bezeichnen, auch wenn es jetzt der Rest natürlich unangetastet ist seit dem Unboxing-Video, außer einmal, als ich den Film gesehen habe. Der Rest ist absoluter Neuzustand, aber das hier mindert natürlich den Preis, denn auch auf eBay wird da teilweise noch bis zu 100 Euro verlangt und auch bezahlt. Also American Werewolf in London setzt sich erstmal mit 80 Euro an. Die Preise sind natürlich alle VHB, also Verhandlungsbasis, aber ich mache da jetzt nicht großartig rum mit den ganzen Preisen. Wie gesagt, jeder kann ja selbst bei eBay bei verkauften Artikeln und so weiter gucken, was da so gezahlt wird dafür. Hier haben wir diese UHD Club Edition zu Dunkirk. Wie gesagt, das ist ein Holzschuber. Innen drin ist eine MRA und ein paar Goodies. Kein Steelbook innen drin. Ich gehe jetzt auch einfach mal davon aus, dass alle Editionen, die ich in diesem Video zeige, keinen deutschen Ton haben. Wobei ich vielleicht das ein oder andere vielleicht doch einen deutschen Ton hat. Ich sage jetzt einfach mal nein, damit es da nicht zu irgendwelchen Missverständnissen gibt. Missverständnissen kommt. Der Schuber ist eigentlich ziemlich nice. Der ist so ein bisschen, ja, beim Steelbook würde man jetzt sagen, tiefengeprägt. Also er ist geprägt, das ist hier so reingeschnitzt, bearbeitet, mehrschichtig. Und ist eigentlich schon eine coole Edition. Ich bin allerdings aus der UHD Club Edition dann irgendwann ausgestiegen. Am Anfang habe ich noch alles gekauft, um es komplett zu haben, aber irgendwann war es mir dann zu viel und ich bin ausgestiegen, weil dann auch Filme rauskamen, die mich nicht so interessiert haben. Dunkirk finde ich eigentlich einen interessanten Film. Habe ich allerdings auch schon als normale Emery in der Sammlung von der Christopher Nolan Kollektion. Deswegen kann die hier weg und kann ein bisschen Platz im Regal machen. Preis setze ich mit 70 Euro erstmal an. So, dann kommen wir zu Ted 2. Auf die Edition war ich früher richtig scharf. Eben weil es dieses Flash Gordon Cover hat. Ne? Hier Ted als Ming. Mark Wahlberg als Flash Gordon und sie da hinten ist wahrscheinlich diese Prinzessin irgendwas. Ted habe ich mir aufgeschrieben mit 70 Euro erstmal, ist auch limitiert, 256 von 750, ist auch noch alles absolut neuwertig. So sieht das Ganze von hinten aus, hier im Inneren. Guck mal hier, das Steelbook, es ist sogar noch, es ist eingeschweißt noch das Steelbook, ja. Also das ist noch nicht mal ausgepackt. Weil auch Ted 2 habe ich natürlich nochmal auf Deutsch in der Sammlung stehen. Also 70 Euro Ted 2. Dann haben wir die Nice Guys. Die habe ich drin. Lasst mich mal gucken auf meiner Liste. Wo sind sie denn? Mit 80 Euro habe ich die drin. Oh ja, ich habe nicht schlecht gestaunt auf eBay. Limitiert auf 650 Stück. Schöner Schuber. Ne? Wir haben hier so, ja, ich nenne es immer laminiert. So geprägt, diese geprägten Schuber, wo nochmal so eine Schicht oben drauf ist. Ne? Und glänzt auch schön. Das ist richtig cool. Hier hinten sieht man es auch sehr gut. Ich sollte mir mal vielleicht die, ja, so guck mal, so sieht man es hier unten bei den Häusern. Ich habe mir die Scheinwerfer noch gar nicht richtig gestellt, aber ich glaube, man sieht es ganz gut. Im Inneren Steelbook, auch ein nettes Teil. Guckt euch dieses Ding mal an, ey. Richtig nice, oder? Leider nicht geprägt, aber das ist auch nur die Rückseite. Haha, seid ihr reingefallen? Das hier ist die Vorderseite natürlich. Und hier haben wir den Schriftzug geprägt. The Nice Guys. Also ein richtig schickes Teil, aber Fingerabdruck empfindlich. Wie gesagt, mit 80 Euro seid ihr erstmal
dabei. Jetzt lasst mich mal hier, ich habe noch gar nicht diesen einen Scheinwerfer angemacht. Mann, Mann, Mann. So, mehr Licht. So, und den hier ein bisschen mehr in die Richtung. Und dann haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Licht. So, der First Man. Ihr seht schon, meine Ryan Gosling-Sammlung schrumpft. Ich hatte mal alle Editionen zu allen Filmen, wo da gefühlt rauskam. Aber mittlerweile habe ich nur noch Drive und die Hälfte von Blade Runner 2049. First Man habe ich, ist einer der günstigeren Editionen mit 50 Euro angesetzt. Auch aus dem Grund, weil im Inneren halt nur dieses Standard-Steelbook drin ist, was man halt auch so schon kennt, aus anderen Ländern und so weiter. Hat aber ein Lenticular-Cover, wie ihr sehen könnt. Und deswegen 50 Euro. 50 Euro seid ihr auch mit dabei, wenn ihr den... Boah. Wartet mal, weil man sieht schon, also wenn ihr den Punisher wollt, und Filmarena, da ist halt auch dieses 1000 Stück limitiert und im Inneren haben wir dann hier das Steelbook, was wir schon alle kennen, mit nochmal Lenticular-Magnet. Also das ist ja das Standard-Steelbook, das kennen wir ja. Und hier ist nochmal dieser Lenticular-Magnet drauf. Finde ich sogar ein bisschen cooler als das Cover. Auch eine coole Edition. Wollte ich damals auch unbedingt haben. Ich wollte alles von Punisher sammeln zum Beispiel. Ihr merkt das schon. Ich verkleinere. Ich hatte es ja in einem der letzten Videos gesagt, ich muss nicht mehr von jedem Film, den ich geil finde, oder von jedem Franchise alles haben. Ich habe nur so viele Punisher-Sachen, Steelbooks, Mediabooks. Da kann das Teil ruhig weg. So, dann haben wir hier Rush. Sehr cooler Film. Auch irgendwie laut eBay nicht gerade günstig. 70 Euro setze ich hier an für dieses Lenticular. So ein O-Ring, wie man nennt. Mit diesem Steelbook, was gar nicht mal so verkehrt ist, mit so einem Rahmen drumherum, Rahmenprägung. Aber ich habe ja zum Beispiel auch noch das Steelbook zu von Zavi oder so war das, glaube ich, damals. Das reicht jetzt erstmal. Ich krieg es nicht mehr rein. Bei Rush bin ich mir jetzt nicht sicher, was da an Tonspuren drauf ist, weil hier hinten steht bei Ton nur Englisch, aber bei Untertitel steht unter anderem auch Deutsch. Weiß ich jetzt nicht, in welchem Zusammenhang das steht. Also Rush setze ich mit 70 Euro erstmal an. Also kauft am besten ganz, ganz viel, weil dann kann man, vielleicht kriegt ihr dann irgendwie im Endeffekt eine Edition umsonst vom Preisnachlass her, wer weiß. Terminator 2 Judgment Day. 4K, Filmarena, 2000 Stück Limitierung, XXL Full Slip. Da hätte ich gerne noch 75 Euro dafür. Das wäre sogar eine der Editionen gewesen, wo ich gedacht habe, okay, da ein bisschen mehr wert, aber das, man sieht, es sind nicht immer die Editionen, wo man glaubt, dass die vielleicht am Wert steigen. Meistens, hatte ich ja schon gesagt, die bekannten Titel, die sinken eher im Wert. Im Inneren haben wir dieses Steelbook. Ich glaube, das war dieses Glow in the Dark Steelbook. Fühlt sich auf jeden Fall so an. Mit diesem Lenticular-Magnet hier oben drauf. Hat schon was, auf jeden Fall geil. Und wie gesagt, mit 75 Euro seid ihr dabei. So, mein Tablet will nicht mehr. Bitte angehen, Dankeschön. So, dann kommen wir jetzt noch mal zu dem Blade Runner. HD Zeta. Single Lenticular. Und im Inneren haben wir hier dieses bekannte Steelbook. Das war ja fast überall drin. Was haben wir? HD Zeta, Lila. 90 Euro. Das hatte ich ja schon mal angeboten. Da mache ich sogar so einen Kombopreis draus. Also das ist einmal HD Zeta und das ist das andere HD Zeta. Doppellentikular. Da hätte ich auch gerne 90 Euro dafür. Wer beide nimmt, der zahlt statt 180 dann 160 Euro. Das ist doch mal ein Deal, oder?
Wer doppelt kauft, ist besser dran. Ein Kombopreis mache ich auch bei den Kimchi-DVDs. Einzelpreis. Lenticular 70 Euro. Full Slip 90 Euro. Macht 160 Euro. Wer beide nimmt, bekommt sie für 140. Auch hier Kombopreismöglichkeit. Im Inneren auch hier, glaube ich, dieses Standard. Ja, ihr seht schon, dieses Standard-Steelbooks. Das ist auch ein bisschen was, was mich gestört hatte. Ich habe mir die zwar alle gerne gekauft. Ich war voll im Hype von Blade Runner 2049. Habe zwei Vitrinen voll mit den zwei Blade Runner-Filmen. Aber im Inneren halt immer die gleichen Steelbooks. Nicht immer, aber zum größten Teil. Das Lenticular ist schon ziemlich geil. Gute 3D-Tiefenwirkung. Und das hier hat halt auch so einen coolen Schriftzug geprägt. Und das sind halt auch so Titel, wo ich nie gedacht hätte, dass die mal so teuer wären. Ja. Also es scheint da echt noch Sammler zu geben für die Teile. So, dann haben wir das Manta Lab von, na wie heißt denn hier, La La Land. Habe ich mit 100 Euro mal angesetzt. Ist aber auch eine mega geile Edition. Ich habe auch ehrlicherweise gesagt keinen Preis mehr auf eBay gefunden. Ich denke mal, mit 100 Euro seid ihr da gut dabei. Ich habe vor ein paar Monaten meine La La Land Edition verkauft. Oder vor einem Jahr oder wann das war. Ich weiß es doch, es war noch während Corona. Ich habe die Edition so teuer verkaufen können. Also was heißt teuer nicht, aber verhältnismäßig jetzt, ne? Waren jetzt nicht teuer, die Sammlerpreise sind natürlich hoch, aber ich meine jetzt, ihr wisst schon, also wenn ich 100 Euro für eine Edition kriege, ist das schon für mich viel Geld. Ne? Andere zahlen 200 Euro oder so für manch eine Edition. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Edition mit diesen Bildern hier im Inneren. Haben wir hier so eine Art, was ist das eigentlich, Buch? Ich kann es euch nicht mal sagen, was es ist. Also es ist auf jeden Fall ein fettes Teil. Und im Inneren hier seht ihr es schon, das Steelbook. Und unten drunter ist noch so ein Teil. Ich glaube, das war so ein Notizbuch oder sowas. Manta Lab Ding ist dabei. Also mit 100 Euro seid ihr hier gut bedient. Also hier gehe ich jetzt auch nicht großartig im Preis runter, Freunde. Müsst ihr verstehen. Das Teil ist normal, noch kriegst du noch mehr Geld dafür. Behaupte ich jetzt einfach mal. Als ich damals die ganzen anderen Sachen verkauft habe, da war das auf jeden Fall auch über 100 Euro dabei. Aktuell, wie gesagt, findet man es nicht mehr auf eBay. Also ich habe es nicht gefunden. Ich will jetzt hier nicht lügen. Ihr könnt gerne selber noch mal gucken. Das lächerlich war, ich habe La La Land Manta Lab eingegeben und bekam dann so Autozubehör angezeigt. Und erst als ich La La Land Steelbook eingetippt habe, dann habe ich so das ein oder andere Import gesehen. Also wenn ihr da ein genaues Suchergebnis habt, zeigt es mir ruhig bitte. Ja. So, meine Freunde, jetzt, falls das jetzt noch nicht teuer genug war, kommen jetzt die Tarantino-Dinger. Nein, die Tarantino-Dinger kommen gleich. Machen wir erst nochmal Wind River vorne weg, aber das gehört auch schon zu den teuren Dingern dazu. Auch hierfür hätte ich gerne, setze ich 100 Euro an. Von Filmarena im Lenticular Full Slip auf 1000 Stück limitiert. Begehrtes Teil unter Sammlern. Das Steelbook war das? Das war doch dieses nice Teil, oder? Ich weiß gar nicht. Ah ja, boah, dann guckt euch dieses Teil hier an. Hochglanz, Titel geprägt, Hauptcharaktere geprägt. Das ist ein richtig geiles Teil. Also wenn da keine 100 Euro gut investiert sind. Der Film, ich finde den Film eigentlich Bombe. Es ist ja eher so die ruhigere Gangart. So Thriller-mäßig und dann am Ende so von eben auf jetzt. Aber der ist schon ziemlich geil. Aber hier ist halt, glaube ich, kein deutscher, also was heißt, glaube ich, kein deutscher Ton. Das ist bei den Importen. Du hast dir die Importe, hast die deutsche DVD im Regal. Was ist, du willst den Film gucken, holst dir die deutsche DVD raus. Das Ding bleibt immer drin. Ja. Und ich habe jetzt für diese Sammleredition auch nicht den Platz, um sie mit Cover nach vorne ins Regal zu stellen, wie meine Cartoons hier. Die stehen dann alle so da und dann sieht man auch nichts von diesen geilen Covern oder so, ne? Ist halt schade. 100 Euro, Freunde, und es gehört euch. Weiter geht's in diesem Preissegment. Wir haben die zwei Kill Bills. Die habe ich angesetzt mit 100 Euro.
fürs Schwarze und 80 Euro für den Full Slip. Wer beide kauft, bekommt sie für 160 schon mal vorneweg. Limitiert sind die auch. 800 Stück. Oh Alter, meine Augen. Was sind das? Silber? Ne, 900 Stück. Silber auf Gold ist nicht so toll. Beide auf 900 Stück limitiert. Auch die Dinger, Wahnsinnspreis auf eBay. Und guckt euch dieses Teil an. Guckt euch dieses D-Book an. Auch hier geprägt, Hochglanz. Gestochen scharfes Motiv. Absolut top. Und hier der Full Slip in diesem Schlangenleder-Optik. Auch sehr nice. Auch hier hinten. Und auch das D-Book war, glaube ich, ziemlich geil. Das hat nur eine Schriftprägung hier oben. Aber auch hier gestochen scharf. Fingerabdruckempfindlichkeit natürlich. Auch eine richtig coole Edition. Also wenn ich mir damals von diesen ganzen Editionen die One-Clicks geholt hätte, ich glaube, ich wäre jetzt ein reicher Mann gefühlt. Die One-Clicks haben Preise auf eBay. Mann. Dann haben wir The Hateful Eight. Da hätte ich gerne, setze ich mit 80 Euro an. Das ist das Lenticular. Da habe ich auch nicht direkt dieses Cover gefunden bei eBay, nur die anderen. Was war denn das hier nochmal? Das war auch so ein O-Ring, oder? Ah ja, das war auch so ein O-Ring. So sieht das Steelbook aus. Hier sind so noch die Goodies innen drin. Und das haben wir hier, das Steelbook. Auch hier mit Schriftprägung. Auch ein gefragtes Sammlerstück. Und ich sag euch, falls Tarantino jetzt aufhören will nach dem nächsten Film, dann steigen solche Quentin Tarantino Editionen wahrscheinlich ins Unermessliche. Auch hier mit seinem Film Reservoir Dogs hat er auch eine große Anhängerschaft. In diesem Lenticular hier, das hatte mir damals am besten gefallen. Weißes Steelbook, Schriftprägung. Da habe ich angesetzt mit 80 Euro. Dann haben wir hier Pulp Fiction. Es ist jetzt nur in Anführungszeichen dieses Cover. Dieses Cover mit Uma Thurman vorne drauf. Alter Schwede, das ging ja sowas von hoch weg. Ich setze jetzt hierfür 120 Euro an. Es ist teuer, meine Freunde. Aber wie gesagt, das Vor mit Uma Thurman ging für noch viel mehr weg. Das hier habe ich noch nicht mal auf eBay gesehen. Mit dem Pulp Fiction Steelbook. Und zu einem kommen wir noch. Das war mein letztes, das war Jackie Brown. Da habe ich jetzt, lächerlicherweise, ohne Scheiß. Also ich mag Jackie Brown am wenigsten von den ganzen Tarantino-Filmen. Und ich habe mir das Ding damals gekauft, um die Tarantino-Kette da komplett zu haben, in Anführungszeichen, was es da gab. Und das Ding ist jetzt auch aus irgendeinem Grund richtig viel wert auf eBay. Deswegen habe ich es jetzt auch einfach mal mit 100 Euro angesetzt. Steelbook sieht so aus, hat so seine eigene Art. Und im Prinzip war es das jetzt auch mit diesen Full-Slip-Sammler-Editionen. Ich hoffe, euer Puls ist noch etwas unten und ihr regt euch nicht allzu sehr auf. Aber wie gesagt, Sammlerpreise sind Sammlerpreise. Für viele werden diese Preise utopisch sein, zu hoch sein, whatever. Ihr würdet niemals für eine Edition so viel Geld ausgeben. Ich war mal Sammler, ich war mal Komplettierer. Ich habe es ausgegeben. Zu einem, jeder hat die Möglichkeit, sich die Dinger beim Release zu kaufen. Da haben sie, was kostet so ein Ding bei Release? Sagen wir mal ein Fuffi so im Schnitt. Meistens ein bisschen mehr mit Importkosten. Das ist ja also auch kein billiges Vergnügen. Wenn jetzt irgendeiner kommen sollte und sagt, ey, ich will alle Tarantinos haben, die du da eben gezeigt hast, dann können wir da auch bestimmt nochmal über einen Gesamtpreis für die Tarantinos reden, der gut unter den Preisen liegt, die ich angesetzt habe. Ich kann es mir aber jetzt nicht vorstellen, dass einer von euch da alle Tarantinos will.
Wie immer gilt sowieso, ich erwarte Vertrauen. Bezahlung, Überweisung, PayPal, Freunde oder Abholung, Barzahlung. Bis jetzt hatte ich nie Probleme damit. Wie gesagt, bis jetzt hat sich keiner beschwert. Alles ist gut gegangen. Die Leute waren zufrieden. Das Zeug kam sicher verpackt an. Auch ich habe jetzt selbst privaten Deal gemacht mit jemandem, wo ich gesagt habe, ah, ist mir eigentlich zu unsicher, aber ich habe es dann riskiert. Mal gucken, was bei rumkommt. Man muss auch immer ein bisschen Vertrauen voraussetzen auf beiden Seiten, ohne dass da irgendwie ein Mittelsmann dann irgendwie zugunsten irgendeiner Partei dann eingreifen kann, finde ich. So, das waren meine Premium-Verkäufe. Ich bin mal gespannt, ob sich überhaupt einer meldet, der davon was haben möchte. Kauft gut ein, immer her mit der Kohle, dann gibt es Rabatte. Aber wie gesagt, Leute, ich will ja auch noch ein bisschen was von der Kohle haben und nicht nur Rabatte geben. Ansonsten dürft ihr gerne die Sachen auch bei eBay kaufen. Importiert sie euch aus England, aus Amerika, zahlt noch Importkosten, Zoll und alles. Und dann seid ihr wahrscheinlich weit über den Preisen. Die Leute, die das Zeug sammeln, die kennen sich aus, die wissen, wie das läuft. Also, ich bin gespannt. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Macht's gut. Ciao, ciao.